Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Und zwar geht es um den Fumari, das kann man glaube ich schwer lesen, nur Mimosa. Ihr seht hier unten noch den Rest vom Zipper, der rausgeschnitten ist und der so klebt, dass er an der Tüte festhängt. Aber das passt jetzt gerade ganz gut, weil dann werde ich nämlich jetzt gleich einmal hier den Schnitt praktisch zeigen vom Fumari. Genau, relativ fein, viel Feuchtigkeit. Keine Äste, soweit ich mich jetzt erinnern konnte, aus der OVP. Ich habe das Ganze vom Jonas bekommen. Vielen lieben Dank nochmal an dich für den Shot. Und jetzt vor die Kamera und los geht's. Ja, was gibt's zu sagen? Der Fumari kommt in einer relativ guten Qualität. Ist zwar nicht billig, aber lohnt sich meistens, muss man sagen. Kommen wir mal zum Geruch. Ihr habt jetzt gesehen, viel ist in dem kleinen Zipper-Ding nicht mehr drin. Eine schöne Orangennote kommt sofort entgegen. Und zwar ist die nicht so penetrant wie zum Beispiel beim Al-Waha, sondern so eine schöne, angenehme Orangennote. Und da dazu kommt sowas, ich sag mal, Brause, so Ahoi-Brause-Geruch so ein bisschen steigt da auf. Was soll im Mimosa drin sein? Soweit ich informiert bin, soll im Mimosa, soll es eine Orangensektmischung sein. Das Ganze, ja, hat eine deutliche Orangennote, eine süße Orange, eine intensive Orange mit dieser leichten Note von so einer Brausetablette, sage ich mal in Anführungszeichen. Eine Alkoholnote, jetzt sage ich mal, wie man es jetzt beim Rum oder Whisky oder sowas kennt, hat es jetzt nicht. Also es sticht jetzt auch nicht irgendwie hervor. Aber eine schöne, intensive Orange mit so einem gewissen Touch Brause irgendwie. Ganz interessant. Vom Rauch und Geschmack her, ich hatte leider jetzt nur den einen Shot. Ich habe ihn zwar schon mal probiert da davor. Vom Langzeittest, der hat sich sehr, sehr gut gehalten, muss ich sagen. Erstaunlich gut im Langzeitrauchverhalten. Also wirklich tipptopp, da fehlt sich gar nichts. Ihr habt jetzt schon gesehen, vom Rauch her geht es absolut in Ordnung auch. Der qualmt ganz ordentlich. Rauch übrigens im Hotshot RT mit drei Starbuzz, Coco Buzz Kohlen 2.0 mit dem Phoenix Brohut Aufsatz. Ganz leckere Sache. Schmeckt mir wirklich gut, weil der hat so eine schöne, ausgewogene Orangennote, leicht süßlich und dann dieses Spritzige, was so dieses Sekt imitieren soll. Keine Alkoholnote, da bin ich nämlich kein Fan von. Keine Alkoholnote, sondern wirklich nur so, ich sag mal so ein bisschen Mineralwasser mit Brausegeschmack, so ein bisschen. So die Richtung geht es. Schön nachempfunden, gefällt mir wirklich sehr gut. Hat was ganz Erfrischendes, was jetzt über die Orange hinausgeht. Legt sich schön auf der Zunge ab als Film. Und ist halt leider, oder was heißt leider, ist Gott sei Dank nicht so penetrant wie der Al-Waha Orange zum Beispiel. Der ist so ganz schwer, sehr, ja, deftiger Flavor, sehr, ich will nicht sagen unnatürlich, aber sehr deftig. Der wenig Süße auch hat, der sehr, ja, deftig ist. Gibt es eigentlich nichts anderes, was man dazu sagen kann. Der hier hat wirklich eine schöne, intensive Note, die sich wirklich schön auf der Zunge ablegt. Man hat wirklich so auch im Nachhinein noch den Geschmack von dieser Orange im Mund und zwar jetzt nicht penetrant, sondern schön angenehm. Also schmeckt mir wirklich gut. Ein sehr gelungener Tabak, hat mich sehr überzeugt, kriegt auch 14 von 15 Punkten, kriegt eine absolute Kaufempfehlung. Wer dran kommt, sollte es mal probieren und ein bisschen Orange mag, das muss natürlich vorausgesetzt werden. Hat eben auch eine schöne Spritzigkeit. Das ist jetzt gerade der Begriff, der mir noch in den Kopf gekommen ist. So eine schöne Zitrusspritzigkeit, die wirklich gut rüberkommt. Bin wirklich sehr angetan vom Tabak.
Das Einzige, was es halt ein bisschen die Stimmung dämpft, ist eben der Preis und dass man es relativ schwer bekommen kann in Deutschland. Und bei mir geht Verfügbarkeit gerne mal in die Note ein, weil ich finde, Tabak, der, wenn er gut bewertet ist, muss er auch verfügbar sein. Das ist ein Vertriebsmanko, wenn man das nicht hinbekommt, ganz einfach. Und dementsprechend sage ich, wenn der nicht verfügbar ist im freien Handel, gibt es auch Abzug. Sonst vom Geschmacklichen her ist er absolut zu empfehlen. Ich werde jetzt mein Köpfchen fertig rauchen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst uns ein Abo da, falls ihr uns neu seht. Wenn nicht, ein Like würde uns auch freuen. Danke, bis bald.